Wenn wir Fotos von nahen Menschen betrachten, lieben wir mehr. Wenn wir Fotos von wichtigen, also nahen Menschen betrachten, ab und zu betrachten, nicht immer, sondern ab und zu, lieben wir einfach mehr. Das heißt, wir nutzen diese kreativen Potenziale oder eben die technischen Möglichkeiten einer Fotografie dazu, um es mal ganz profan und einfach zu sagen, um uns an jemanden zu erinnern, um uns jemanden zurückzuholen, der jetzt vielleicht nicht anwesend ist. Nehmen wir mal an, du bist im Krieg in der Ukraine und du hast nichts weiter dabei, außer deiner Uniform, deinen Utensilien. Gott weiß das, du weißt ja nicht, was du da machst. Du musst ja nicht immer Soldat sein, bist vielleicht auch nur Beobachter oder so. Und ab und zu ziehst du das Bild raus von deiner Lieben, deinem Liebsten, deinen Kindern, vielleicht deiner Großmutter, ist egal, und erinnerst dich an diesen Menschen. Und tatsächlich, deine Liebe beginnt wieder zu fließen in diesem ganzen Tohuwabohu oder egal, was du erlebst. Insofern ist es eine tolle Erfindung, die wir da gemacht haben als Menschheit. Wir können fotografieren. Und in diesem Fotografieren, in diesem Festhalten eines Augenblickes, einer 500stel Sekunde, einer 1000stel Sekunde oder doch zumindest häufig einer 125stel, bemerken wir etwas? Ist etwas tatsächlich in einer Art von, wie lange auch immer das Foto hält, aufbehalten? Einen Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes? Einen Augenblick, in dem alles vorhanden ist, was du zur Liebe und damit zu nicht nur zur erinnerten Liebe, zu der Liebe dieses Menschen benötigst und brauchst. Nichts weiter. Es ist der Abstand vom Leben auf der einen Seite, der Abstand vom Leben, weil es nur ein Augenblick ist. Also die Philosophie des Augenblickes ist ja total interessant. Nicht? Ein Augenblick, der geschieht, der gerade ist und schon vergangen ist. Und doch ist in diesem Augenblick alles enthalten, was wir benötigen, was wir in Wirklichkeit benötigen. Das Lächeln, die traurigen Augen, die Pose eines Menschen. Tatsächlich in diesem Augenblick fotografiert. Eingeklebt in das Album oder eben bewahrt in der Obertasche links über deinem Herzen von deiner Frau in diesem schrecklichen Krieg. Oder egal, wo du bist. Es kann ja auch auf der Wanderschaft sein oder in Sizilien oder Gott weiß was. Es ist die Verbundenheit, damit die Erinnerungsmöglichkeit und damit die Gewahrwerdung dessen, was uns trägt, was uns gemeinsam als Menschen verbindet. Es ist also ein Abstand zum Leben einerseits und andererseits ein in das Leben hineingehen, direkt in die Essenz der Liebe des Lebens hineinzugehen. Das Bild, das den Augenblick nicht vergisst. Weil jeder Augenblick einmalig ist. Weil das Ganze ein Inhalten ohne festzuhalten ist. Etwas bewahrt, um uns zu erinnern, dass alles einen Sinn macht. Fotos, die uns zurückholen aus der Schrecklichkeit oder dem es sich zu gut gehen lassen, hinein in die Essenz unseres menschlichen Miteinanders, unseres menschlichen Potenzials, unseres menschlichen Ausdrucks. Und damit immer wieder nicht nur das Andenken, sondern vielleicht die Annäherung an das Wesentliche. Das haben wir ganz oft, indem wir eben auf unserem Handy Bilder von unseren Kindern haben. Und unser Handy ist so raffiniert, beziehungsweise die Algorithmiker, diese Menschen, die das programmiert haben, Algorithmiker nenne ich sie mal, oder das System, das eben da ist, präsentiert dir deine Kinder immer wieder oder die wichtigen Personen, die du hast, sind ja nicht nur die Kinder, aber die Kinder sind ein schönes Beispiel dafür. Und tatsächlich, du kriegst den immer wieder in einer gewissen Pose hin und du bist entzückt darüber und du freust dich mit deinem Handy. Nein, das Handy freut sich nicht, aber du freust dich durch dein Handy. Deswegen lieben wir diese Maschinen,
nicht, weil sie uns immer wieder durch die Fotos und gerade die Fotos miteinander verbinden. Das ist der Grund der sozialen Netzwerke auch. Ein wichtiger Grund. Und das sind die Rückblicke der Algorithmen. Ich liebe das jetzt beim iOS-System von Apple zu sagen, da kriegst du einen automatischen Rückblick kreiert und Porträts und das ist schön, das berührt dich. Und das verbindet dich, nicht? Das verstärkt die Bindung zu den Menschen, die du liebst, zu den Menschen, mit denen du bist. Es verstärkt die Bindung. Und darum geht es ja letztendlich auch. Es ist also nicht nur ein Andenken, sondern es ist ein Anfühlen, ein Anverbundensein, eine Verbindung, das Wesentliche tatsächlich. Der Spiegel unserer Seelen. Die Fotos sind der Spiegel unserer Seelen. Sind der Spiegel unserer Seelen. Es ist nur ein Spiegel, aber wir brauchen diesen Spiegel, um uns dessen bewusst zu werden. Und vielleicht ist Bewusstwerdung überhaupt nur ein Spiegel dessen, was ist, an Grundphänomenologie, egal was ist. Ein Spiegel der Bewusstwerdung. In dieser Ruhe, in diesen Lebenssituationen immer wieder zu betrachten, plötzlich zu betrachten, für Sekunden, vielleicht auch mal für längere Zeit. Und in diesem Moment, der da dargestellt ist, alles transportiert, was wesentlich ist. Eine Ruhe, eine Liebe, die zusammenpassen. Ruhe und Liebe haben etwas miteinander zu tun. Denn der Kern der Liebe ist still. Und der Kern der Liebe ist ewig. Endlich bemerken wir oder wir bemerken immer wieder. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht als Seminarleiter, als Mentor, als Dozent für Psychotherapie, oder im Arbeit mit Klienten, dass in der Therapie die persönlichen Bilder, zu denen ich die Menschen angeregt habe, sie mitzubringen, dass wenn wir dann diese Bilder betrachtet haben, das außerordentlich bewegend war für die Menschen, dass in der Gemeinsamkeit, in dem Miteinander, in vielleicht der therapeutischen Auseinandersetzung, in der Deutung, Analyse, in dem darüber sprechen, so wichtig war, weil da wurde ihr Leben ernst genommen. Da haben sie ihre Bilder, egal wie sie geordnet waren, ob das ein schönes Album war oder eben wild geordnete, zerfetzte, halb zerfetzte Bilder waren und sie aus allen möglichen Taschen die emporgekramt haben, aber sie dann auf den Tisch gelegt haben, wie so ein Kartenspiel und sich dessen bewusst waren, ja, meine Großmutter, mein Vater, meine Geliebte Nummer 1, Geliebte Nummer 2 oder was auch immer, ist egal. Die Menschen, die wesentlich in meinem Leben waren, sind jetzt hier gerade präsent, respektive meiner selbst. Das ist der Punkt. Und das ist etwas, was Menschen außerordentlich bewegt, wo sie darüber reflektieren, sich gemeinsam auseinandersetzen und dadurch letztendlich auch immer wieder Trost empfangen, Heilung empfangen und all das Ausgleich empfangen in ihrem Leben durch die Erinnerungspräsenz der Bilder, die da sind. Und damit eben die Annäherung an die Frage, auf was kommt es wirklich an? Auf was kommt es an? Und diese Frage ist vielleicht gerade in der heutigen Zeit dringlicher denn je. Auf was kommt es wirklich an? Das ist wichtig bei dem Vielen, was wir haben. Und auf was kam es an? Was ist also in der Art vollkommen so in der Form. Und dann merke ich, oh, wie die Menschen da drin sind und wie sie tatsächlich den Großvater, der ja eigentlich böse Dinge gemacht hat, auch lieben und wie er eigentlich auch zu ihrer Familie gehört und wie dieses gemeinsame Bewusstsein, dieses gemeinsam Zusammensein etwas ganz Tragendes in unserem Leben ist, egal ob es negativ oder positiv war, bis hin zu deinen Schergen, die dir etwas getan haben und du warst Opfer von denen oder umgekehrt, spielt keine Rolle. Die Würdigung dessen, das Anerkennen dessen, dieser Überblick, dieses Losgelöstsein in der direkten Auseinandersetzung, dem Ausgeliefertsein, ist dann in einer solchen Retrospektive etwas ganz Wesentliches. Wie beobachten und gleichzeitig auch erfüllt sein durch die Beobachtung. Das Bild erinnert, die Erinnerung bemerkt und all das. Und insofern sind Fotos von nahen Menschen, von wichtigen Bezugspersonen in unserem Leben grundlegend. Grundlegend und wichtig. Wenn wir Fotos von nahen Menschen betrachten, lieben wir mehr.
Und wenn wir schon beim Begriff Liebe sind, dann bedeutet Liebe auch das Annehmen, das Anerkennen dessen, was war. Also jetzt gerade auch im negativen Fall. Das ist das, was mein Leben ausgemacht hat. Ist egal, was es war. Das ist der Punkt. Und das ist der Gesamtkomplex des Lebens. Und das ist etwas, was immer wieder sehr lohnenswert ist und warum wir uns von Bildern inspirieren lassen, begleiten lassen, warum wir sie auf dem Badezimmerspiegel hängen haben, als Spirale, als Kreis, warum wir Fotoalben haben und so weiter. Unsere persönliche Lebensidentität, wenn wir Fotos von nahen Menschen betrachten, lieben wir mehr.